So, und das ist jetzt der Felsenturm-Tempel. Nein, das stimmt nicht. Das war schon der Felsenturm-Tempel. Ja, aber das ist ja jetzt. Wir waren schon mal hier. Das ist quasi ein neuer Teil davon. Siehst du, da waren wir vorhin oben. Sieht genau aus wie immer. Nein, das ist die Schatzruhe, die wir uns vorhin hingeschlürft haben. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Das ist doch alles wie vorher. Das stimmt. Du solltest es mir am besten noch weiter erklären. Nur, dass hier irgendwie keine Gegner da sind. Was erkläre ich dir so an den Zuschauern? Das mit dem Himmel ist so cool. Mhm. Aber gut, schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Weißt du, was deine Challenge sein sollte? Du solltest jetzt den 3DS umdrehen und so spielen. Dann ist die Perspektive noch richtig, aber Link läuft an der Decke. Das machen wir nicht. Natürlich nicht. Okay, gut. Für was hältst du mich? Das ist einer der Räume, der voll mit Wasser war. Ah nee, das ist der Raum mit dem einen Schalter, gegen den wir gesprungen sind, glaube ich. Ich dachte, es war der Raum mit der Lava. Nee. Nee, das war gar keiner von den beiden Räumen, es war ein anderer. Ich weiß, es war bei einer, bei dem das Licht von oben runtergescheint hat. Doch, wir waren hier. Und zwar mussten wir, ich musste von da aus, da wird die Schatzruhe an der Decke entstehen. Das hier war überall Wasser da um uns herum. Und da war ein Spiegel. Ah. Ah, und da drüben war der Kompass drin. Ja. Jetzt hab ich's. Jetzt, ja. Ja, aber das ist eine Sache, auf welche man so ein bisschen umschauen muss. Habe ich auch versucht, mir das Ganze einzuprägen, welcher jetzt tatsächlich welcher Raum ist. Ansonsten ist das relativ gar nicht so einfach, sich alles zu merken. Ja, stimmt. Wie funktioniert denn eigentlich die Karte hier? Ist sie jetzt irgendwie das auch jetzt anders angeordnet? Karte. Oder ist sie... Okay. Auf der Karte sind jetzt, Räume eingezeichnet, die da vorne nicht drin waren. Ugh. Also wie jetzt? Ist sie komplett neu oder ist sie nur verändert? Sie ist verändert. Oh Gott. Geh mir die Richtung. Naja, das macht ja Sinn, weil die anderen Räume konntest du ja nicht erreichen. Ne, aber die waren vorhin halt auch noch nicht zu sehen. Und Räume, die vorhin zu sehen waren, sind jetzt hier nicht mehr zu sehen. Ja, ich denke mal, das liegt daran, dass du da nicht mehr hin kannst. Ja, ist also relativ übersichtlich, die Karte. Generell. Wobei, wie gesagt, es da eine kleine Problematik gibt. Aber die werden wir dann schon sehen, wenn es soweit ist. Der Lümmel. So, wo wollen wir jetzt am besten hingehen? Wir könnten ganz nach oben schweben. Und siehst du, was ich auch ziemlich cool finde? Die ganzen Minen, die am Boden waren, die hängen jetzt einfach von der Decke runter. Ah, ja. Und aus den Minen wurden Morgensterne. Morgenstern, moin. Also, sie sind immer noch Minen und explodieren, wenn wir sie berühren. Ja. Und hey, da ist noch eine neue Kiste. So, und jetzt ist die Sache, um hier die Feen zu bekommen, muss man dann später nochmal aus dem Tempel raus, dann muss man wieder nochmal umdrehen, dann muss man wieder zurück und deswegen werden wir sie nicht holen, weil das super langwierig und nervig werden kann. Ich verstehe. Darauf habe ich echt keine Lust. So, wir können da unten jetzt versuchen weiterzugehen, glaube ich, aber was wir machen wollen ist hier entlang. Und dann gehen wir nach oben. Und wir brauchen einen Schlüssel. Wieso durftest du die Blumen gerade wieder benutzen? Also es ist, wenn der Deko-Link, ich weiß nicht, ob es im Original vielleicht auch so war. Moment, ich dachte, da gibt's ein Zeitlimit, wie lange man fliegen kann. Nee, nicht wenn man auf diesem Zeug ist, da kann man auch einfach so, man fängt auch so direkt zu fliegen an. Ja, aber eben gerade bist du extrem lange, so jetzt bist du nicht mehr auf dem Zeug. Ja, und dann ist das normale Zeitlimit wieder. Außer ich berühre wieder den Wind, ja, aber guck dann mal, wie lang? Wieder Neues. Ja, ich glaube, wenn man sich nicht fortbewegt, fliegt, kann man auch ein bisschen länger fliegen. Ah, okay. Bin ich mir aber unsicher, ich glaube ja. Keine Ahnung. Ah! Wow! Der Lümmel! Na, warte. Fuck, da unten ist der Himmel. So ein bisschen nervig, dass man da nicht raus kann. Wenn man da mit dem Teil hochfliegt. Ich glaube, es gibt so einen alten Comic, die Abenteuer des kleinen Nemos oder so heißt das. Das ist irgendwie so... So ein Junge im alten Rom oder Griechenland oder so. Hey, das ist der Schalter an der Decke von vorhin. Da ist es auch, da gibt es einen Comic, wo alles so genau so ist. Der träumt irgendwie, dass alles über Kopf ist und der muss sich dann über Tische so drunter durchhangeln und... Ich glaube, das ist irgendwo in Deutschland oder in Österreich gibt es auch ein Haus, welches so komplett verkehrt rumgebaut wurde. Ja. Und das ist irgendwie scheinbar bei Leuten, die da dagegen stehen, sie haben gesagt, dass sie da Kopfschmerzen von bekommen. Okay. Neben dem umgedrehten Haus. Warum kriegt man direkt Kopfschmerzen? Warum nicht einfach, man ist sehr verwirrt? Nee, ich glaube, weil man verwirrt ist, bekommt man scheinbar auch ein bisschen Kopfschmerzen dann davon. Oh, das gefällt mir nicht. Aber ich bin jemand, cool. Ich krieg nicht so schnell Kopfschmerzen.
zum Glück. Wobei das auch daran liegen könnte, ich sag das öfter mal im Zusammenhang damit, dass Leute Kopfschmerzen von 3D-Effekt des 3DS oder von Virtual Reality bekommen. Das könnte natürlich daran liegen, dass ich nicht wirklich 3D gucken kann. Das fand ich übrigens recht interessant, als du irgendwie mal den 3DS abgefilmt hast und dann auf 3D geschaltet hast und ein Ergebnis erwartet hast. Ja. Nein, nicht wirklich. Ich wollte sehen, ob man vielleicht zwei Bilder nebeneinander sieht, aber das ist jetzt schwer zu erklären. Groß und Ganzen war es so, da hat man das sehr schön gesehen, dass beim 3DS, wenn man den 3D-Effekt anmacht, also jetzt bei der Capture Card, ihr seht, der wird einfach nur ein bisschen verschoben. Aber wenn man es direkt von der Echtkamera hat, dann, wenn man es ein bisschen von weiter links oder von weiter rechts anschaut, ist das Bild immer so ein bisschen dann versetzt. Es ist im Großen und Ganzen. Ist wie so ein Wackelbild. Er funktioniert genauso wie diese, ja, wie diese Wackelbilder. Das ist ja auch genau das gleiche Konzept, ja. Ja. Das fand ich, ich fand das eigentlich auf der Kamera, ja, habe ich das ganz schön eingefangen. Es war übrigens der, falls euch wundert, der Morgi zeigt Handhelds, was auch immer, Mythos of Streaming Handhelds. Du kannst trotzdem weitermachen, während du Geschichten Ich überlege gerade. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass hier nicht weitergeht. So, hier war übrigens das auf der anderen Seite, wo wir zum Schalter hinspringen mussten. Und er auf der Brücke da war voll das eine Viech mit dem einen Auge. Das heißt, kann da sind wir jetzt auf der Unterseite leiden. Davon. Und deswegen, was du auch siehst, sind die Stachelteile, die hier runterhängen, die waren vorhin wie als Hindernis auch im Weg. Jetzt hängen sie einfach nur in der Gegend herum. Ich weiß nicht, das ist ganz nett. So, wir gehen auf jeden Fall zurück, denn wir haben einen Schlüssel an uns genommen. Das bedeutet, ja, es gibt eine Tür, die wir öffnen können. Was? In einem Zelda-Spiel kann man eine Tür mit dem Schlüssel öffnen? Crazy! Und zwar die hier oben. Au. Oh mein Gott. Hey, ein Herz. Ein Herz für Morgi. Yeah. So, und hier haben wir auch wieder einen netten Raum, nämlich... Moment, waren wir hier schon? Nö. Ist das die Müllpresse von oben? Was? Nein. Das ist ein anderer Raum. Du siehst, es fällt Lava vom Himmel. Okay, das ist komisch. Warum ist Lava in diesem Spiel so merkwürdig? So, und hier können wir auch einfach wieder... Hier ist doch so ein roter Stein, der dreht aber nur den Raum um. Oh. Das machen wir und... Yay, wir haben den Raum gedreht. Oh Gott, wird das jetzt gespeichert? Das heißt, wenn man jetzt den ganzen Turm umdreht... Nein, es ist nur der Raum hier. Das heißt, ich kann es einfach auch mal zeigen. Aber wenn ich jetzt den Turm umdrehe, wie ist es dann? Also, ich kann jetzt einfach mal zurückgehen. Und wenn wir wieder zurückgehen, ist auch wieder so, wie es davor war. Ach so, das wird resettet. Das wird dann resettet direkt, ja. Okay. Warum ist die Gravitation für Felsblöcke und ähnliches so, dass es nach unten fällt, aber die Lava bleibt einfach da, als wäre sie so ein leuchtender Stein an der Decke? Lava ist ziemlich dickflüssig. Und klebrig. Lava ist wie Honig. Nur sehr heiß. Ich sehe noch eine weitere Ähnlichkeit. Lava wird halt auch nicht schlecht. Magst du Honig? Da bilden sich maximal Kristalle. Nicht übermäßig, ehrlich gesagt. Liebe Honig. Also es kommt natürlich drauf an, welchen. Es kommt drauf an. Honigmilch ist der heiße Scheiß. Flüssiger wirklich, Honig. Weil die warm muss. Ja, ich weiß. Honigmilch ist super. Mhm. So, übrigens, bevor wir darüber reden, der Raum hier. Wir können hier auch wieder alles umdrehen. Was wir im Großen und Ganzen hier machen müssen, ist, wir haben hier einen Felsen. Und den müssen wir... Moment. Darüber bringen. Und du siehst, wir haben hier überall verschiedene Stufen. Das heißt, hier gefällt mir das Ganze mit den Hin- und Her-Switchen mit der Mechanik eigentlich so ziemlich am besten. Ja. Das sieht cool aus. Entschuldigung, ich glaube, ich kann den wegschieben. So. Das Einzige, was so nervig ist, dass die Viecher die ganze Zeit respawnen. Dann schießen wir hier gegen. Fallen die auch runter? Shit! Das wäre cool, wenn sie einfach da bleiben würden. Oh. Jetzt wird sich gefunden, wenn sie klebrig sind. Die sind auch ein bisschen klebrig. Meinst du, sie sind wie Honig? Ja. Alles, was klebrig ist, ist wie Honig. Das stimmt. Meine Hände. Klebstoff. Ja, ich habe auch gerade gedacht, was gibt's sonst noch für Beispiele? Das ist alles, was ich kenne. Also, Johnnys Hände sind wie Honig. Baumharz ist wie Honig. Ahornsirup ist wie Honig. Ja, Sirup ist wie Honig. Das ist eine Aussage, die stimmt so. Hui. Wow, der Block. Er hätte dich fast kaputt gemacht. Kannst du das machen? Kaputt. Können wir das einfach mal ausprobieren?
Ich glaube, müsste ich resettet werden, weil ihr braucht. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu nerven? Kann ich auf den. Ja, ich kann auf ihn hochklettern. Versuchen wir es. Oh Gott, nein, Link! Link! Hast du es gesehen? Ich hab gerade, wurde ich abgelenkt. Oh, okay, machen wir es nochmal. Es ist okay. Super lustig. So. Er steht hier drauf. Geh doch weg. Das war genau das, was ich ausprobieren wollte. Okay, und ja, man sieht jetzt nicht. Sieht man ihn nicht richtig. Ich hab nichts gesehen. Ah, warte, das versuchen wir nochmal. Ah, shit, ich muss jetzt aber mit man sehen kann. Scheiß muss drauf, ich guck so den weit, Part sowieso. Ja. Ich muss den dafür jetzt wieder so weit zurückschieben. Ja. Ich stehe schon wieder da drauf, warte mal. Ist schon okay. Häng dich da einfach dran. Nein, da werden mir die Hände eingeklemmt. Ah, so eine. Das ist dann so eine Methode aus dem Mittelalter, wie man Diebe bestraft. Finger also einklemmen. Stein drauf fallen lassen auf die Hände. Hm. In China hat man die Leute auch in der Mitte gerne auseinandergesägt. Ja, man hat sie kopfüber so aufgehangen und dann angefangen zwischen den Beinen zu zersägen. Und dadurch, dass sie kopfüber hängen, war der Blutfluss dann nicht ganz so gut. Dadurch haben sie auch länger gelebt, weil sie nicht direkt ausbluten konnten, obwohl sie in der Mitte zersägt wurden. Boah. Da gibt es so antike Zeichnungen und sowas davon. Das ist, halt, ist so. Das ist so halt, mit das, was ich mir am grausamsten vorstelle. Ja, man kann halt so unglaublich kreativ werden mit dem, was Schmerzen möglich machen. Ja, was mit Foltermöglichkeit. Und das ist. Es wurde in so viel Hinsicht wurden solche Dinge auch wirklich einfach gemacht. Ja, das ist so krank. Aber es ist auch gleichzeitig, finde ich, das so unglaublich vorteilhaft, wie unsere Evolution uns dahin gebracht hat, dass wir so intelligent wurden, dass wir einfach mutwillig Leid verursachen können. Ja. Nicht einfach nur, um selber zu überleben, nein, einfach um Leid auszulösen. Was soll denn die Scheiße? Ja. Nur, dass diese kleinen Vergewaltiger. Ja, nur, dass wir keinen Penis entwickelt haben, der uns vor Folter schützt. Mit dem wir Weinflaschen öffnen können. Ich mochte die Folge, in der sie sich über Folter und Vergewaltigungen lustig gemacht haben. Wir machen uns nicht darüber lustig, es ist eine Tatsache, dass diese Dinge existieren. Ja, yeah. Was, bist du so eine Art Folterleugner? Ja. Oder was? Das ist petzig. Also los, red mit uns drüber. Oder soll ich die Säge holen? Ich meine. Schmerzen sollen uns das, sollen möglich machen, dass du diese, dass das, was dir weh tut, dass du das schonst, damit es heilen kann. Aber darüber hinaus sind Schmerzen einfach so unglaublich dämlich, wenn es um zum Beispiel Folter geht. Das ist in keinster Weise nützlich. Mhm. Das ist einfach nur schrecklich. Mhm. Schmerzen sind total bescheuert. Mhm. Oh Mann, mein Zahn tut weh. Ich sollte ihn mir selber rausziehen. Unter Schmerzen. Ich das ist evolutionär sinnvoll. Das nicht. Hey, ich habe mir den Finger verstaucht. Ich werde ihn schonen. Das ist tatsächlich die sinnvolle Eigenschaft des Schmerzes. Aber darüber hinaus gibt es so viele Nachteile. Ich sehe jetzt nicht ganz die Nachteile so wirklich. Du siehst nicht die Nachteile des Schmerzes. Denn die Nachteile sind auch an sehr grundlegende Dinge gebunden, welche wir brauchen, um wirklich zu überleben. Du kannst gegen Zahnschmerzen nicht wirklich irgendwas machen, wenn du nicht in der modernen Gesellschaft lebst. Ja, aber das Problem an den Zahnschmerzen sind, denke ich, eher sind die Zähne an sich. Ja. Dass unser Leben eigentlich zu lang ist für die wir haben. Nee, das ist so nicht richtig. Die Lebenserwartung des Menschen hat sich nur verbessert, weil wir medizinisch fortgeschritten sind, aber nicht so stark. Hm. Wir hätten, also wie alt hättest du denn gedacht, werden wir? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir nicht medizinisch das unterstützen würden, durchschnittlich. Ich weiß nicht, ich denke die Lebenserwartung von irgendwelchen Höhlenmenschen und so eine Scheiße, ich denke die haben nicht zwangsweise viel mit der medizinischen Unterstützung zu tun, sondern hauptsächlich sind sie an auch Gefahren des Alltags gebunden. Ja, natürlich. Das heißt, sie sind vielleicht eher auf irgendeinen Raubzug oder so. Wenn sie die Mammutlümmel wieder heimgesucht haben. Hä, Mammut!
schickes Kind, das ist Mammut dann so, oh, das hat er nicht gesagt und dann ist er halt tot. Und das senkt dann die Lebenserwartung ganz ungemein. Ich meine, Schmerzen sind allein deswegen schon sehr wichtig, damit man Angst davor hat, gegessen zu werden. Sonst wäre es einem ja auch irgendwie egal. Oh, mein Leben ist sowieso so scheiße, lass ich mich halt essen. Oh Gott, das tut ja unglaublich weh. Nein, ich hab's mir anders überlegt. Oh nein, ich bin doch kein Sushi. Brate mich. So, nein. Der Raum ist übrigens ziemlich anspruchsvoll. Brich mir einfach kurz und schmerzlos das Genick. Oh Gott, das gefällt mir nicht, einfach über das Nichts zu schweben. Das ich meine, nichts. Es ist theoretisch ist es nichts anderes. Oh, weißt du, welcher Raum das hier ist? Das ist der, bei dem ich jetzt, weil ich dir gesagt habe, Mann, ich wundere mich, ob hier irgendwas ist, da wo ich den Boden weggesprengt habe. Ja. Hier waren davor Raben. Au. Diese verkackten Raben. Das sind Geisterraben. Ich weiß, dass es Geister waren, aber mir gefiel es gerade besser, da zu tun, als hätte dich wieder ein Rabe runtergeschubst. Ich meine, er ist auch lila. Und lila ist die Farbe der Raben. So, lila das ist wieder die der Farbe der Raben. Wieder mal. Und diesmal hier, siehst du, da sind die Teile uns im Weg. Du zeigst mir immer diese Dinge. Ja, weil ich das ziemlich fasziniert finde. Das ist mir jetzt ein bisschen später aufgefallen, dass es die tatsächlich ist mir sind. Auch aufgefallen, dass du die sehr faszinierend findest. Und? Pschu. Die Schaukelphysik ist gar nicht schlecht. Mhm. Warst du früher mal schaukeln? Ich liebe schaukeln. Ich würde auch jetzt noch schaukeln, wenn die Sitze nicht in mein Fleisch schneiden würden. Ich hab's probiert, glaub mir. Ich kann sagen, ich kann es nicht beurteilen, ich war sehr, sehr lange nicht mehr. Wir sollten auf eine alte Schaukeltour gehen, Johnny. Ich hab manchmal mit Menschen zu tun, die noch auf Spielplätze gehen. Das kannst du interpretieren, wie du möchtest. Ich auch. Ich meine, ich mach YouTube-Videos. Ja. Oh Gott. Und siehst du den Raum hier? Auf der anderen Seite war das mit den drei Lüftungsteilen da von unten, wo wir hochfliegen konnten. Da war so ein kleines Tunnelteil und hier sind wir jetzt. Ah. Die geben Cash. Ich mag das Design. Wow, die geben halt wirklich Cash. Alter. Lass uns das einfach schmeißen und nach Vegas fahren. Du meinst nach Unruhstadt? Ja. Ja. Yeah. Und gamblen. Ja. Yeah. So, und hier und dann machen wir uns jetzt einen netten Abend, bevor wir vom Mond zerstört werden. Hier haben wir jetzt den Vampir. Ich bin übrigens der Meinung, dass Link seine Kraft, die Zeit zurückzuspulen, für ziemlich dämliche Dinge nutzt. Weil es ist der Tod. Das ist Gomez, dieser, der gute Gomez. Dieser kann für niemals sein, wenn du diese Fledermäuse nicht loswirst. Du weißt, was du zu tun hast. Fledermäuse hassen Licht. Sie können das Licht, hören. Ah, Alter! Gomez! Oh, das ist ziemlich cool. Ich schieß Lichtpfeil drauf. Fledermäuse gehen weg. Dann kann ich sein Bäuchlein hauen, ich meine seinen Bauch. Er sieht aus wie dieser Typ aus Nightmare Before Christmas. Sein Kopf sieht genauso aus. Der komische Dude. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Weihnachtsmann. Ja. Nein. Ich hab dir einen langen Brief geschrieben. Dass dich alle Kinder hassen. Yeah, ja, was hältst du davon? Gegeben. Fick dich, Weihnachtsmann. Ja. Yeah. Und deine komische Kuh-KG. Ich bin doch gar nicht für Deutschland zuständig. Der sieht wirklich so aus. Da schau ich die Sense an. Oh mein Gott, das ist cool. Wo wir gerade von Folter sprachen. Wie meinst du, ist dieses Skelett gestorben? Oh. Keine Ahnung, ist aus der Existenz geploppt. Wie dieses Skelett gestorben ist, die Frage an der Stelle ist jetzt natürlich... Ist natürlich eine Frage, die man sich immer mit derartigen Untoten stellt. Ist er als Skelett geboren? Ja, oder das glaube ich. Ich glaube, das ist. In diesem Fall sind das halt diese Krieger, die so lange den Krieg geführt haben. Ah, meinst du, die waren davor Menschen vielleicht? Bis ihr Fleisch einfach abgefault ist, aber ihre Bestimmung und ihr Ehrgeiz hat sie immer noch weiterkämpfen lassen, selbst nach dem Tod. Das sind doch immer diese. Schlüssel. Das sind doch immer diese Geschichten, oder? Ja, ja.